Herzlich willkommen zu einer neuen Show von GCN. Diese Woche sprechen wir über Thomas Pidcock und das Drama bei den Ineos Grenadiers. Außerdem mit dabei illegale Fahrräder im Profi-Peloton. Wir sprechen außerdem über die Biesbock in Dresden, auf der wir letztes Wochenende waren, genauso wie die Erfolge der deutschen Nationalmannschaft bei der letzten Bahn-WM. Erst einmal eine kleine Information vorweg. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass Team P&S Metalltechnik hat mittlerweile einen Partner gefunden. Sie fusionieren mit dem Berthold Rath-Team, haben also ihre Existenz für ein weiteres Jahr sichern können. Schön, dass also das Team bestehen bleibt, denn Veld Felbermayr, das österreichische Team, hat bekannt gegeben, dass sie die Tore schließen werden für nächste Saison. Und im gleichen Zug hat auch Sebastian Schönberger, einer der Leistungsträger des Teams, bekannt gegeben, dass er seine Karriere beenden wird. Thomas Pidcock, der britische Fahrer von Ineos Grenadiers, wurde kurzerhand vor der Lombardei-Rundfahrt aus dem Kader gestrichen und das hat zu einigen Unruhen geführt. Er hat auf Instagram veröffentlicht, dass er damit nicht so zufrieden ist, dass er nicht mitgenommen wurde und es nicht verstehen kann, weil er eben in Topform war und sicherlich zu den Favoriten des Rennens gezählt hätte. Er wurde jetzt zwischenzeitlich auch mit anderen Teams in Verbindung gebracht, zum einen Tudor und Q36.5. Nichtsdestotrotz scheint es aber, als ob sie sich geeinigt hätten und Pidcock erstmal bei Ineos bleibt. Es steht aber wahrscheinlich einiges an Aufklärungsarbeit an, insbesondere wenn man daran denkt, dass er weiterhin als Kapitän auch die nächsten Rennen bestreiten wird. Wird man sehen, wo die Reise führt, ob ja, sie auch, gemeinsam weiterfahren. Auch Geraint Thomas hat in seinem Podcast gesagt, dass im Team so ein bisschen Unruhen sind, dass Pidcock ja der bestbezahlteste Fahrer ist und auf jeden Fall in den nächsten Wochen da einiges zu besprechen gibt, weil als Kapitän sollte man natürlich auch volle Unterstützung der Mannschaft haben. Sollte man. Eine weitere interessante Story ist das britische Kontinentalteam San Piran. Dem drohen 100.000 Euro Strafe, da sie mit nicht autorisierten Rädern unterwegs waren. Nicht autorisiert bedeutet keine UCI-Kleber vorhanden. Laut der Geschichte haben sie einfach nur Räder aus China bestellt, in schwarz lackiert und selber die Kleber drauf gemacht. Ja, der UCI-Kleber, der steht eigentlich für Fairness und Sicherheit und ist so ein gewisser Standard der UCI, die Räder halt abnehmen müssen, um zum einen Sicherheit zu gewährleisten bei den Rädern, aber auch Fairness unter den Herstellern selber, damit die gewisse Maße einhalten. Vor allem bei den Zeitfahrrädern sind da, glaube ich, die Regularien noch ein bisschen strenger. Bei den Straßenrädern gibt es aber auch, damit ja, die Leute dann nicht zu große Unterschiede merken. Es bleibt auf jeden Fall interessant zu sehen, ob die UCI da weiter ermittelt und ob das Team letztendlich mit so einer Strafe rechnen muss. Bis letzte Woche hatten die Profiteams wieder Zeit, ihre Bewerbungen für nächstes Jahr bei der UCI einzureichen. Ein Team hat es nicht gemacht, das war das Team Astana. Scheinbar gab es Probleme bei der Formulierung der Bankgarantie. Der Teamboss Alexander Vinokourov sieht darin allerdings kein Problem und reicht die Dokumente nach. Ja, und auch ein Frauenteam hat die Frist verpasst, das Team Ceratizit WNT, das deutsche Team. Da fehlen auch noch ein paar Dokumente, die werden wohl auch noch nachgereicht. In der Vergangenheit war das eigentlich nie ein Problem, dass die Teams dann trotzdem noch die Lizenz bekommen. Genau. Aber Fristen sollten eingehalten werden. Genau, also man muss dazu sagen, dass das immer mal wieder vorkommt und die letzten Jahre auch üblich war. Letzte Woche haben wir über Eli Isabeth gesprochen, der beim Crossrennen in Behringen einen kleinen Zwischenfall mit einem anderen Fahrer hatte und wurde daraufhin ja auch disqualifiziert. Jetzt hat die UCI nochmal nachgelegt und ihn auch für die nächsten drei Rennen suspendiert und er bekommt eine Strafe auferlegt von 2.500 Schweizer Franken. Das ist allerdings nicht alles. Ich denke, was am meisten wehtut, ist das Startgeld, das ihm wegfällt für die nächsten drei Wochen. Es ist natürlich nicht das normale Startgeld, um zu starten. Die richtigen Profis bekommen Geld fürs Erscheinen. Bei einem Fahrer wie Eli Isabeth kann man da schon zwischen 5.000 und 10.000 Euro rechnen. Dementsprechend tut es schon weh, genau. Wir haben am Wochenende einen Ausflug gemacht und waren im Osten Deutschlands unterwegs, genau gesagt in Dresden. Genau gesagt waren wir auf der Biesbock Fahrradmesse. Die Biesbock Fahrradmesse war schon das zweite Mal in Dresden in diesem Jahr. Insgesamt gibt es die Messe zum 13. Mal und es ist Europas größte Messe für handgemachte Fahrräder. Bisschen anderes Konzept, auch sehr, sehr verschieden zu Eurobike, anderes Publikum, aber war absolut eine gute Erfahrung. Ja, ich war ja dieses Jahr schon auf der Eurobike unterwegs und habe da ein paar Videos für euch gemacht. Muss aber sagen, das Konzept ist hier komplett anders. Auf der Eurobike hat man halt die großen Hersteller, riesige Stände, viele Leute immer unterwegs. Und auf der Biesbock war das ja meistens nur eine One-Man-Show, also ein Ansprechpartner. Die waren sehr offen, haben mit einem geredet. Genau deshalb würde ich sagen, auch die Biesbock ausgemacht, dass eben kleinere Betriebe dort waren. Wirklich, wirklich viele, die alleine waren, selber die Rahmenbauer gemacht, die Rahmen gebaut haben und quasi dort dann an einem Stand vertreten waren. Ja, und es waren ja nicht nur die Aussteller an sich, mit denen man viel gesprochen hat, sondern auch ja, die Leute, die dort unterwegs waren. Das hat so einen Anschein gemacht, jeder kennt jeden. Patrick, wie hast du die ganze Veranstaltung denn wahrgenommen?
Ja, ich fand es halt cool, dass man mit jedem sprechen konnte und so ein bisschen auf persönlicher Ebene unterwegs war. Man hat neue Einblicke bekommen. Es war jetzt nicht so das performanceorientierte Material und vielleicht auch nicht die Leute, die jetzt nur Rennen fahren oder trainieren wollen, sondern das mehr so Lifestyle-mäßig. Gar nicht. Genau. Ich habe auch das Gefühl, dass es einfach eine sehr lockere Atmosphäre war. Die Leute alle sehr kreativ. Aber auch mal cool, so eine andere Seite von Radfahrern und Radsport zu sehen. Absolut eine Szene, ja. Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Sind Custom Bikes besser als die normalen Standardräder? Ich glaube, man kann das so nicht vergleichen. Klar, Standardräder sind mehr performanceorientiert, aber so ein Custom Bike ist halt einfach einzigartig. Wobei man auch sagen muss, dass manche Hersteller, wie zum Beispiel Jäger Cycles aus Belgien, auch performanceorientierte Stahlrahmen auf den Markt bringen. Wie groß der Unterschied dann ist, das weiß ich nicht, da ich es nicht getestet habe. Ich denke, du auch nicht. Ich glaube, da gibt es auch zu wenig Tests. Ich glaube, der Pluspunkt ist eben, dass man sich an seine Maße oder wie auch immer anpassen kann. Was man für Wünsche hat, kann man alles mit einbringen und vielleicht auch die Lackierung wählen, wenn man sich da irgendwie verkünsteln will und selber kreativ ist. Das ist cool. Und wenn man einfach aus der Masse herausstechen will und nicht mit einem Standardrad unterwegs ist. Ich glaube, das ist auch der Eindruck, der mir bei mir so am meisten hängen geblieben ist, dass irgendwie die Fahrräder dort irgendwie individuelle Fahrräder für individuelle Leute sind. Ich denke, genau. Wer da der Meinung ist, er muss irgendwie rausstechen, für den ist es das Richtige, definitiv. Aber was würdest du wählen? Stahl, Alu, Titan? Ja, ist nicht so einfach zu beantworten. Ich denke, ich hätte einen klassischen Stahlrahmen ganz gerne. Wobei die Titan-Bikes mir auch gefallen. Holz? Holz gefällt mir nicht so. Das ist nicht so mein Ding. Mir persönlich haben die Stahlräder am besten gefallen. Einfach mit den Muffen, wenn man die auch sieht. Ich finde das eigentlich ganz cool. Muss nicht unbedingt sein, dass das dann wirklich sich so anpasst an die Standardräder. Es soll sich ja schon ein bisschen herausstellen und auch, dass man so coole Lackierungen gesehen hat, auch ein bisschen was Farbigeres, würde ich mir zulegen und so ein bisschen als Coffee Racer, um bei schönem Wetter ins Café zu fahren und ja, ein cooles Rad dabei zu haben. Aber es waren ja nicht nur die Rahmenbauer jetzt da, es wurden ja auch darüber gesprochen, dass man Rahmenbaukurse machen kann. Genau, also ich habe mich ein bisschen intensiver mit dem Rahmenbau als solches befasst, unter anderem auch mit dem Material. Es hat sich ergeben, dass Stahl mit Abstand am einfachsten zu bearbeiten ist, weswegen auch die meisten Leute Stahlräder bauen. Mich persönlich würde mal einen Titanrahmen reizen. Allerdings habe ich jetzt noch keine konkreten Ideen, Vorstellungen. Ich denke, was sich gezeigt hat, ist nicht nur für Coffee Racers, sondern wer solide, langlebige, schnell oder zu reparierende Fahrräder haben möchte, der ist da richtig. Ja. Du hast dich ja intensiv mit den Rahmenbauern unterhalten und kommt ja die Woche auch noch ein Video, wo du das ein bisschen genauer beleuchtest. Was man schlussendlich sagen muss, ist, dass es sich absolut gelohnt hat. Für uns beide war es eine sehr neue Erfahrung. Erstens das Publikum, die Messe an sich, aber auch in Dresden. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Messe nicht umsonst in Dresden war. Dresden hat eine sehr, sehr große Fahrradszene, auch ein bisschen eine alternative Szene. Und die, die haben wir auch kennengelernt bei einer Ausfahrt oder zweimal waren wir sogar auf dem Rad noch. Mit über 100 Leuten war das eine Gruppenausfahrt. Und da war halt wirklich auch alles dabei, sportliche Fahrer, aber auch eben Tracklocrosser und HTBler. Okay. Haben wir auch noch nie gehört, aber auf jeden Fall war cool zu sehen, mal alle kennenzulernen. Auch waren alle offen. Wir haben neue Leute kennengelernt und Dresden natürlich auch, weil wir davor noch nie da waren. Ein paar schöne Cafés gefunden. Was den Patrick besonders beeindruckt hat, ist eben die neuen Disziplinen, die er kennengelernt hat: den Tracklocross oder ATBler. ATBler ist ein All-Terrain. Ja, das müssen wir nochmal aufgreifen. Ja, wir müssen uns nochmal genau mit dem Thema befassen. Tracklocross ist auf jeden Fall sehr interessant. Das ist im Endeffekt ein Gravelbike mit einer starren Narbe, also wie ein Bahnrad im Wald. Was genau der Sinn dahinter ist, das weiß ich nicht, außer dass es pur ist. Müssen wir mal ausprobieren. Machen wir. Rigoberto Urán wird Fußballprofi. Der kolumbianische Radsportler hat seine Karriere beendet und sein letztes Rennen hat er bei der Vuelta ja bestritten und ist dort zu Fall gekommen. Also das war dann auch sein letzter Auftritt in dem Jahr. Jetzt hat er in einem Interview bekannt gegeben, dass er schon seit Kindheit an träumt davon, Fußballer zu werden. Und das will er jetzt verfolgen mit 37 Jahren. Er ist auch ein sehr kreativer Mensch. Ich glaube, in Kolumbien ist er auch ein Star und ich würde es ihm auf jeden Fall zutrauen, das in Zukunft zu machen. Er hat ja sogar seine eigene Amazon Prime-Serie, die jetzt auch für einen Emmy nominiert wurde. Also aus Marketing-Sicht ist das vielleicht interessant für das ein oder andere Fußballteam. Ich denke, von der Persönlichkeit würde es definitiv machen. Ob es dann so einfach ist am Ende, das wird sich zeigen. Ja, Radsportler sind ja nicht so bekannt für ihre Ballfähigkeiten. Ihre motorischen Fähigkeiten im Großen und Ganzen, würde ich sagen, ja. Aber vielleicht ist Rigo ja eine Ausnahme. Genau, mich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Er würde gut passen, wenn einer, dann er.
Aus technischer Sicht gab es auf der Messe jetzt nicht so viele Neuheiten, aber eine Sache hat uns überzeugt, die im letzten Jahr bereits vorgestellt wurde. Und das ist die Firma Quist aus Dresden. Die stellen unter anderem Narben her und haben sich zur Aufgabe gemacht, den Freilauf neu zu erfinden. Wie das Ganze funktioniert, erklärt euch jetzt der Roman, der Geschäftsführer und Gründer von der Firma. Es gibt unterschiedliche Freilaufsysteme. Das System, was wir halt eben verwenden, ist ein Zahnscheibenfreilauf, also ähnlich zu dem, was DT oder Chris King zum Beispiel verwenden. Und das Besondere an unserem System ist, dass es eben anstatt einer Kupplungsschnittstelle zwei Kupplungsschnittstellen gibt, die phasenversetzt zueinander angeordnet sind, sodass immer die linke oder die rechte Seite sozusagen eingreifen und damit hat man doppelt so viele Eingriffspunkte und eben einen halb so großen Eingriffswinkel, wodurch man direkter, wenn man in die Kurbel tritt oder in die Pedale tritt, eben Kraft wieder aufs Hinterrad überträgt. Das ist auf jeden Fall der Hauptvorteil, also gerade wenn man Offroad unterwegs ist, sag ich jetzt mal Gravel oder auch im MTB-Bereich, ist das insofern ein Vorteil, dass man da häufig im untersetzten Bereich unterwegs ist. Also sprich, dass das Kettenblatt vorne kleiner ist als das Ritzel hinten auf der Kassette, wo die Kette drauf liegt. Und bei der Untersetzung ist es so, dass der Freilaufwinkel oder der Eingriffswinkel sich nach vorne hin vergrößert sozusagen. Also je größer sozusagen die Untersetzung ist, umso größer ist dann halt eben nochmal der Leerweg, dann, den man vorne auf der Pedale dann sozusagen spürt, wenn man eintritt. Und deswegen, wenn man im Rennradbereich unterwegs ist, ne, großes Kettenblatt vorne, kleines Ritzel hinten, da wird der Eingriffswinkel nach vorne verkleinert. Aber im Offroad-Bereich ist halt eben genau das Gegenteil der Fall und da spielen dann halt eben mehr Eingriffspunkte dann halt eben eine Rolle, dass man halt eben nicht erstmal 10 cm wirklich ins Nichts tritt, bevor eben hinten wieder Kraft übertragen wird. Da wir sonst weniger technische News in petto haben, haben wir uns überlegt, unsere Lieblingsfahrräder der Beastburg vorzustellen und damit geht der Patrick jetzt. Ja, mein Favorite-Rad war das Gravelbike von Rizzo Cycles. Der Ruben ist aus Madrid und hat am Freitag, als die Messe geöffnet hat, noch keine Räder gehabt, weil die im Flieger verloren gegangen sind. Am Samstag waren sie aber dann da und er hat ein schönes Gravelbike in Lila gehabt. Das hat mir sehr gut gefallen, aus Titan, und das war mein Favorit. Was war dein Lieblingsrad? Das kann ich so genau nicht sagen. Was mich allerdings am meisten überzeugt hat, ist die Firma Ballern aus Hamburg, auch eine One-Man-Show. Und bei den Fahrrädern hat mich das Design einfach überzeugt. Mit der Integration Stahlrahmen traditioneller, aber dann irgendwie eine künstlerische Freiheit nebendran. Das war meins. Bei der kürzlich ausgetragenen Bahnrad-WM in Dänemark konnten die Deutschen auch überzeugen. Insbesondere Roger Kluge und Tim Thorn-Teutenberg, die haben das Madison-Rennen gewonnen, wurden also Weltmeister im Zweier-Mannschaftsfahren. Für den Roger Kluge war es der mittlerweile dritte Titel. Er hat davor schon zweimal mit seinem traditionellen Partner Theo Reinhardt gewonnen. Für den Youngster Tim Thorn-Teutenberg allerdings das erste Mal. Und ich denke, das könnte genauso ein vielversprechendes Duo für die Zukunft werden als Kluge Reinhardt. Und in der Einerverfolgung gab es einen neuen Weltrekord von Jonathan Milan. Der Italiener hat den alten Rekord von Filippo Ganna gebrochen mit einer tiefen 3,59 über die 4 Kilometer. Also ein 62er Schnitt, knapp darüber, schon eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Überzeugen konnten auch der deutsche Männervierer. Zum ersten Mal seit 22 Jahren konnten sie sich eine Medaille sichern. Sie haben sich die Bronzemedaille gesichert und das mit einer relativ jungen Besetzung. Ich denke, das sieht auch vielversprechend aus und geht in die richtige Richtung für die kommenden Jahre. Ja, und auch die Frauen waren gut unterwegs in der Mannschaftsverfolgung. Sie sind nämlich Zweiter geworden, also die Silbermedaille hinter den Britinnen. Und sie waren in der Vergangenheit immer in den Medaillenrängen auch unterwegs und finden jetzt also zurück zur alten Stärke, sind also auf einem guten Weg. Was auch noch erwähnenswert ist, ist die Franziska Brause. Sie ist, leider hat sie keine Medaille holen können, ist allerdings Vierter geworden in der Einerverfolgung und hat dadurch auch nochmal bewiesen, dass sie trotzdem absolut in die Weltspitze gehört. Die letzte World Tour Rundfahrt des Jahres fand auch statt, und zwar in China bei der Guangxi Rundfahrt. Und hier konnte die Gesamtwertung Lennart van Eetveld von Lotto Destiny gewinnen. Er gewann vor Oscar Only und dem Franzosen Alex Bourdin. Und bei den Frauen hat das Ganze auch stattgefunden, aber nicht in Form einer Rundfahrt, sondern als ein Tagesrennen. Und da war die Spanierin Sandra Alonso die Gewinnerin vor Clara Borghisi und Marta Lach. Und hier auch erwähnenswert ist, dass Katrin Schweinberger vom deutschen Team Ceratizid auf Platz 4 ins Ziel kam. Einen weiteren Klassiker gab es in Italien, die sogenannte Veneto Classic. Gewonnen von dem Dänen Magnus Kort konnte auch Georg Zimmermann überzeugen und wurde Neunter. Kommen wir zum Kommentar der Woche, und der kommt vom Team Exil Hessen. Er hat geschrieben, das schönste Rad habt ihr nicht gezeigt, es ist von Yard Cycles, ein rassiges Triathlonrad.
Ich habe ja die Best Bikes am Samstag gemacht. Das Video kam ja schon raus. Wer es nicht gesehen hat, auf jeden Fall nochmal anschauen. Das Triathlonrad von Yard Cycles ist mir jetzt nicht so ins Auge gestochen, aber natürlich haben wir es nochmal für euch eingefangen. Das war's also mit der Show für diese Woche. Am Donnerstag geht's weiter mit einem Video von Laurin. Der hat die Rahmenbauer befragt und wird ein bisschen das Handwerk Rahmenbau erläutern. Und am Samstag geht's weiter mit einem Video von Indoor Setups. Also da vergleichen wir verschiedene Trainer und was man braucht fürs Wintertraining. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da, einen Kommentar und wir sehen uns nächste Woche. Ciao!